Herzlich willkommen zu Mutig, Anders, Unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Hallo, ich freue mich, euch wiederzusehen. Im letzten Podcast über das Thema Fachkräftemangel habe ich einen Kommentar auf YouTube bekommen von einem Carol P. Und es geht darum, zu dem Thema, bezahlt einfach ein Stück mehr, dann bekommt er auch genügend Bewerber. Dem widerspreche ich komplett. Wer für Geld kommt, der geht auch für Geld. Und wenn ich mal so meine Frau Bär, die bei uns die Zertifizierung und den Einkauf zitieren darf, dann hat sie mal gesagt, ja, wenn ich den Lohn anschaue, dann sieht er am Anfang etwas geringer aus. Wenn ich aber die ganze Benefits dazu rechne und dann auch die Weiterbildungen, die Arbeitszeit, das Arbeitszeitmodell, was im Hause vorherrscht, wenn ich das alles zusammenrechne, dann lohnt sich es, bei Gemeinhardt zu arbeiten. Und so haben wir über 40 Benefits, die wir ständig erweitern oder vielleicht verbessern mit unseren Mitarbeitern zusammen. Und man sieht natürlich immer, wenn ich jetzt sage, Stundenlohn 15 Euro, dann machen die neuen Mitarbeiter an diesen 15.000 oder an den 34.000 brutto machen daran fest und sagen, naja, das verdiene ich jetzt auch. Jetzt gibt es natürlich weitere Möglichkeiten. Wir zahlen einige Benefits dazu, die steuerfrei sind. Die kommen natürlich da oben drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel in eine U-Kasse bezahle, jeden Monat 80 Euro, dann steht es wohl auf dem Lohnbeleg drauf, geht aber nicht ins Steuerbrutto mit ein. Wenn ich zum Beispiel Fahrgeld bezahle, steuerfrei, dann steht es auch nicht im Steuerbrutto oder im Gesamtbrutto, im Jahresbrutto nicht mit drauf. Wenn ich in eine Existenzgrundversicherung einbezahle, dass also nach 1,5 Jahre schwerer Krankheit 1.500 Euro garantierte Rente bekomme, das steht auch nicht auf dem Steuerbrutto. Das Jobrad steht nicht auf dem Steuerbrutto und so viele andere Sachen stehen auch nicht im Steuerbrutto drin. Und wenn ich diese ganze Benefits draufrechne, dann habe ich mal quer gerechnet bei so einem Gerüstbauer, der kommt dann, wenn er das alles mitnimmt, auf einen Stundenlohn von 25 Euro. Jetzt ist natürlich noch so, dass unsere Gerüstbauer auch die Fahrzeiten auf die Baustellen auswärts oder überall die Fahrzeiten bekommen zu einem vollen Lohn. Sogar die Beifahrer, die Kolonnenführer bekommen das. Und wenn wir einen Lagerarbeiter, der bei uns tätig ist und er muss aus Vertretungsgründen, Urlaub oder Krankheit nach Braunschweig fahren, dann kriegt er das, die Fahrzeiten, zu 100% bezahlt. Und das muss man natürlich alles dazu rechnen. In vielen Betrieben sind Fahrzeiten ab Standort zum halben Preis oder kostenlos. Und die erzählen mir dann, ja, ich kriege ja 20 Euro. Ja, das ist aber 20% verfahren ihrer Zeit. Das sind umgerechnet 4 Euro. Dann sind sie noch tiefer wie unsere Löhne bei den Gerüstbauern oder Kolonnenführer. Und das alles, das Gesamtpaket, sage ich immer, muss man anschauen in einem Betrieb. Was habe ich gesamt bekommen? Und dazu muss ich noch schauen, wie funktioniert das Team? Was macht die Firma mit dem Team zusammen? Kann ich in diesem einzelnen Team, wo ich arbeite, glücklich arbeiten? Macht mir das Spaß? Überlegt euch mal, ihr seid das 2/3 des Lebens seid an der Arbeit. Und wenn es keinen Spaß macht, die Arbeit, und ihr geht nur wegen Geld in die Arbeit, das kann nicht die Erfüllung sein. Und das ist auch für die Arbeitgeber so. Die sagen, ich bin in dem Hamsterrad drin. Das Hamsterrad läuft und ich kann einfach nicht aussteigen aus dem Hamsterrad. Weil wenn ich jetzt heute aufhören würde, dann würden vielleicht x Schulden kommen. Ich wüsste gar nicht, wie ich weiterleben könnte. Aber zu sagen, das Hamsterrad bringt mir nichts, wenn ich mal ganz genau rechne,
verdiene ich vielleicht viel weniger wie im Angestelltenverhältnis. Vielleicht ist es auch wichtig, als Unternehmer mal zu schauen, kann ich aus dem Hamsterrad aussteigen, meinen Betrieb auflösen oder veräußern und ganz normal als Angestellter gehen und ich habe nach einer 40-Stunden-Woche Feierabend. Vieles wird bei uns auch nicht bedacht, dass wir zurzeit 37,2 Stunden im Durchschnitt arbeiten, unsere gewerblichen Mitarbeiter, aber 39 Stunden bezahlt bekommen. Unser Ziel, unsere Vision des Unternehmens, was wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern erarbeitet haben, heißt, dass wir 2025 bei 35 Stunden Woche ankommen wollen und 39 Stunden bezahlt werden. Das heißt nicht, dass wir jede Woche 35 Stunden arbeiten. Das heißt, wir haben heute mal einen großen Auftrag, morgen einen großen Auftrag. Wir müssen jetzt mal 3 Wochen lang jede Woche 60 Stunden arbeiten oder 50 Stunden arbeiten. Und dann kommt aber dazu, dass wir mal im Hochsommer dann auch mal 2 Wochen zusätzlich zu Hause sind oder im März mal 2 Wochen zu Hause sind. Und wir versuchen dann, dass die Mitarbeiter immer den gleichen Lohn über das ganze Jahr bekommen. Immer den gleichen Lohn über das ganze Jahr. Das machen wir bei den kaufmännischen Angestellten sowie mit den gewerblichen über ein Arbeitszeitkonto, das zum einen bei den gewerblichen über rückversichert ist über die Gerüstbausozialkasse. Bei den kaufmännischen laufen nicht ganz so viele Stunden auf, aber wir haben das auf ein separates Konto, dieses Geld zurückgestellt, dass es also immer bereit ist, das Geld auszubezahlen, was im Arbeitszeitkonto drin ist. Und wir sollen einfach das Gesamtpaket des Unternehmens anschauen. Einfach, ich sage immer einfach, liebe Bewerber, kommt einfach vorbei. Wir unterhalten uns über euren Wunschlohn. Und wir haben noch nie Wünsche ausgeschlagen, außer sie sind sehr unverschämt. Dann müssen wir sagen, da ist jetzt die Bohnenstange, weiter gehen wir nicht. Auch intern, da muss der eine oder der andere gehen. Und ich kann nur eins sagen, was oft nicht bewertet wird. Ich habe hier einen ehemaligen Mitarbeiter gehabt, dem habe ich die Hausfinanzierung vorfinanziert, den Eigenanteil, den habe ich später wieder bekommen, also 10% habe ich ihm vorgeschreckt, die habe ich dann innerhalb vom halben Jahr wieder zurückbekommen. Ich habe aber einen Berater da ihm zur Seite gestellt, der ihm den Kredit bei der Sparkasse versorgt. Und was auch noch war am Ende, er hat eine 30-jährige Finanzierung bekommen und in dieser Finanzierung hat er 0,5% Zinsen eingespart. Alleine das wird nicht bewertet von Mitarbeitern, dass das was Positives ist. Da habe ich einen anderen Bauleiter gehabt, der hat gesagt, ich möchte mir hier einen 4-Seiten-Hof kaufen, ob er eine Bürgschaft bekommt über 50.000 Euro von uns oder 50.000 Euro vorgestreckt. Das zählt alles nichts. Es zählt nur der Bruttolohn, der Stundenlohn, aber das ganz außenrum, was Arbeitgeber für die Arbeitnehmer machen, wird alles auf die Seite gelegt und sagen, es zählt nur der Stundenlohn. Also, jetzt würde ich mich auf die neuen Kommentare freuen. Euer Walter Stuber. Das war Mutig, anders unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Mehr über den Gerüstbauer und sein Unternehmen erfahren Sie auf www.walter-stuber.de.